Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich dieses Video für euch drehen kann und es bedeutet mir sehr, sehr viel. Es gibt manchmal so Themen, die ich unbedingt mit euch teilen möchte, weil sie in meinem Leben viel verändert haben oder weil sie einfach so ein Ding ist, wo ich gesagt habe, boah, jede Mama oder jede Frau muss das kennen und dann möchte ich das so in die Welt hinaustragen. Und heute ist mal wieder so ein Tag, heute gibt es mal wieder so ein Video. Und zwar geht es heute um Yoni-Eier. Yoni-Eier kannte ich vorher gar nicht. Und dann gab es so einen Zeitraum von, ich glaube, so 3 Wochen. Und 4 Frauen, denen ich auf Social Media folge, haben dann plötzlich ihre Yoni-Eier empfohlen. Und ich dachte so, es klang super interessant für mich, weil es mich angesprochen hat von den Dingen her, was Yoni-Eier für dich tun. Und ich dachte dann aber so, ja, mal gucken, irgendwann vielleicht mal. Aber es häufte sich so extrem. Und dann vergingen nochmal 2 Wochen und dann kam wieder von 2 unterschiedlichen Stellen, dass mir Yoni-Eier empfohlen wurden. Und ich dachte, Mann, okay, jetzt musst du. Also manchmal muss man auf so Dinge hören. Also wenn das so auf dich einprasselt und dir quasi auf dem Silbertablett serviert wird, dann ergreif das manchmal und geh dafür und mach einfach. Und dann habe ich angefangen, mich intensiver mit Yoni-Eiern zu beschäftigen und bin dabei auf die sehr, sehr tolle Internetseite Yoni Egg Rocks gestoßen, von wo übrigens auch meine Yoni-Eier sind. Die Homepage verlinke ich euch super gerne unten in der Infobox. Und ich möchte euch erstmal meine Yoni-Eier zeigen, bevor ich dann näher darauf eingehe, was sie tun, was man mit ihnen tut. Aber zeige euch erstmal meine Yoni-Eier. Und zwar sind das diese, oh, hier hängt noch ein bisschen weiter dran. Das sind meine Yoni-Eier. Ich finde sie vom Prinzip her schon einfach nur wunderschön. Das hier sind Rosenquarz und Amethyst. Was die beiden bedeuten, darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Und ihr seht, die haben auch unterschiedliche Größen. Und ich habe mit diesem Ei begonnen. Also auch immer mit dem größeren Ei. Also jedenfalls denke ich, ist das eine gute Idee, wenn man schon Mutter ist, wenn der Beckenboden nicht mehr so top ist, mit einem großen Ei anzufangen. Und sich dann lieber zu den kleineren Eiern hinzuarbeiten. Also die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Größen, aus verschiedenen Materialien, sage ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe jetzt Amethyst und Rosenquarz. Ich erzähle euch dann gleich noch, was wofür auch steht. Und warum haben mich Yoni-Eier so angesprochen? Ihr wisst, wer mir auf mehreren Kanälen folgt, dass ich mich gerade ganz stark mit dem Thema Weiblichkeit beschäftige. Also was bedeutet Weiblichkeit? Im Einklang mit unserem Zyklusleben ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei mir gerade aktuell, worüber ich auch nochmal ein Video mache. Auch Sexualität, weibliche Sexualität, Stärkung der weiblichen Sexualität, sind alles Themen, die mich gerade ungemein beschäftigen. Also wie finde ich auch wieder zu meiner Weiblichkeit und zu meiner weiblichen Stärke, zu meiner Urkraft einfach auch. Und bei all diesen Themen kamen immer wieder die Yoni-Eier. Und dann habe ich ja auch, und wer mir schon lange folgt, der weiß das auch, unglaubliche Schwierigkeiten mit meinem Beckenboden seit meinen Schwangerschaften. Das fing bei Vince natürlich an, da habe ich dann Liebeskugeln benutzt und habe das da auch relativ gut in den Griff bekommen. Und nach der Schwangerschaft mit Svea oder nach Sveas Geburt ging dann da gar nichts mehr. Also die Liebeskugeln konnte ich nicht halten, die sind sofort wieder rausgerutscht und das hat mich dann einfach nur noch genervt und ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und beim Sport war es aber einfach nur total nervig, wenn der Beckenboden halt so labberig ist, und wollte da auch unbedingt was für meinen Beckenboden tun, für die Stärkung meines Beckenbodens wieder tun. Und auch da wurden mir wieder, jetzt ist hier überall Watte drin, auch da wurden mir zum Beispiel die Yoni-Eier empfohlen. Also alles, mit dem ich mich gerade beschäftigte, lief immer wieder auf diese Lösung quasi hinaus. Und deswegen habe ich mir dann bei Yoni Egg Rocks 2 Yoni-Eier bestellt und möchte euch heute in diesem Video ganz, ganz viel über die Yoni-Eier erzählen. Ich habe mir unglaublich viele Notizen gemacht und ich würde sagen, wir starten einfach mal, damit das Video nicht so unglaublich lang wird. Also, was können Yoni-Eier oder was können sie bewirken? Sie straffen zum einen den Beckenboden, sie lockern den Unterleib bei Verspannungen. Fand ich richtig cool, weil wir haben ja ganz viel, dass Emotionen, die wir haben, sich in unserem Unterleib verankern. Einfach so, ne, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich angespannt bin, dann habe ich auch Verspannungen in meinem Unterleib,
weil das halt ne, von den Emotionen her so miteinander verbunden ist. Dann stärkt es deinen unteren Rücken, fand ich auch super, super cool, gerade auch als Mama, ne, nach Geburten, wir haben alle Schwierigkeiten mit unserem Rücken, fand ich auch super genial. Dann belebt es die Durchblutung der Yoni. Also Yoni jetzt mal für alle ist einfach ein anderes Wort für Vagina, ja? Yoni finde ich aber ein viel, viel schöneres Wort, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Dann stärkt es die Harnwege und die Blase, was ich auch super gut finde. Ich habe immer wieder Probleme einfach mit Blasenentzündung. Ich kenne viele Frauen, die da ständig Probleme mit haben. Also auch dabei unterstützen euch die Yoni-Eier. Dann unterstützen sie die Verdauungsorgane. Sie dienen der vaginalen Befeuchtung, was auch super, super wichtig ist. Und sie wecken das Bewusstsein für den Unterleib. Und das kann ich euch aus Erfahrung sagen, ist so. Ich werde dann auf den Punkt noch kommen, wie ich die Yoni-Eier das erste Mal benutzt habe. Ich bin wirklich nicht so krass esoterisch. Aber es ist wirklich so, dass ihr ein Bewusstsein dafür bekommt, wie es um euren Unterleib bestellt ist. Also, wenn man sich dann einmal damit beschäftigt, dann kommt so viel, dann öffnet man sich erstmal dafür. Dann merkt man, okay, habe ich da Verspannung? Wie geht's mir dort eigentlich? Wie geht's meiner Yoni? Wie geht's mir? Warum ist mein Sexleben gerade so, wie es ist? Also, das ist so krass, wenn man sich einmal dann für das Thema öffnet, sich wirklich damit beschäftigt, was einem da alles dann in den Sinn kommt und was sich da alles für einen öffnet. Dann lösen sie tiefer sitzende Blockaden auch auf. Sie wecken deine intime Sensitivität. Das ist auch etwas, was mich sehr, 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 sehr angesprochen hat. Sie verschärft deine Empfindlichkeit. Auch das fand ich super interessant. Und sie steigern deine Fähigkeit, Vergnügen zu empfinden. Also das werden wir in einem separaten Video nochmal besprechen, wo es um das Thema Sex in langjährigen Partnerschaften gehen wird. Da werde ich dann da nochmal drauf zurückkommen. Das ist jetzt erstmal nur so, was Yoni-Eier bei euch bewirken können. Es ist super, super vielseitig. Ich bin absolut Yoni-Eier-Fan. Also die Yoni oder auch die Vagina. Also Yoni, das kommt aus dem Sanskrit und bedeutet heiliger Ort. Und ich finde, wir Frauen sollten wieder dahin zurückkommen, dass wir unsere Yoni als heiligen Ort betrachten. Denn das ist er. Dort drin entsteht Leben. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da entsteht Leben. Das ist unsere Urkraft. Und wir empfinden für diesen Ort meistens aber einfach nur Scham. Oder sind von ihm genervt durch Menstruation, dadurch, dass er sich verändert hat durch Geburt, dadurch, dass vielleicht wir sexuell einfach nicht so befriedigt werden, wie wir das gerne hätten. Dabei sollten wir eine ganz tiefe Verbindung einfach zu unserer Yoni, zu unserer Vagina, zu diesem heiligen Ort haben, weil er einfach heilig ist. Ich meine, da entsteht Leben. Leben entsteht da. Er ist der Sitz der weiblichen Intuition. Also auch das habe ich gemerkt, wenn ihr euch verstärkt damit beschäftigt, stärkt ihr auch eure Intuition und handelt intuitiver. Und er ist Sitz unserer Urkraft natürlich. Das Schöne bei den Yoni-Eiern ist halt auch, nur du weißt doch, dass du sie trägst. Das hat schon wieder so was weiblich Geheimnisvolles, was mir sehr gefällt. Es verbindet dich aber auch wieder noch mehr mit den Yoni-Eiern, weil du weißt, da ist gerade was in deinem Körper, oder ja, es ist was in deinem Körper, was dich heilt, was ganz viel Positives mit dir macht. Und dann bist du auch viel, viel positiver im Alltag. Ihr wisst es, ich bin nicht extrem spirituell, aber ich kann es einfach nicht anders sagen, es ist so. Die Yoni-Eier, die wirken von innen heraus auch wie so eine Massage. Manchmal etwas stärker, manchmal etwas sanfter, also ganz so, wie ihr das dann halt auch einfach benötigt. Und es entsteht ein wohliges Gefühl, das sich im ganzen Körper ausbreitet. Auch das kann ich bestätigen, das ist wirklich so. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Ich glaube, man muss auch nicht immer alles hinterfragen, warum es so ist. Es ist einfach so. Und in der Yoni, also wir sprechen ja immer alle von dem G-Punkt, aber in unserer Yoni gibt es halt nicht nur diesen speziellen G-Punkt, sondern auch ganz viele andere feine, sensible Punkte. Und durch diese Yoni-Eier werden auch diese Punkte ganz sanft geweckt, was natürlich wieder zu besserem Sex, zu besserem Lustempfinden führt, aber auch einfach zu einer besseren Connection zu unserer Yoni. Kommen wir mal dazu, wie man die Yoni-Eier denn gebraucht.
Erstmal kein Grund zur Sorge, die kommen immer wieder raus. Wirklich. Also da müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Während des Tragens wandern die einfach dann ganz natürlich auch auf und ab, ne? Massieren eben dadurch dann das Gewebe und bewegen sich ganz natürlich mit der Schwerkraft. Ich habe es so gemacht beim ersten Mal. Ich habe mich hingelegt. Müsst ihr halt schauen, wie das am besten für euch passt. Aber ich denke, beim ersten Mal wird es am besten passen, wenn man sich einfach hinlegt, Ruhe nimmt, also überhaupt keinen Druck ausübt. Und dann führt man es mit diesem größeren Teil ein. Und ich kannte es ja von den Liebeskugeln. Das ging gar nicht anders ohne Gleitgel. Und hatte dann auch nachgefragt, sollte man Gleitgel benutzen oder nein. Da wurde mir auch davon abgeraten. Und auch ich würde euch jetzt im Nachgang davon abraten, weil ich sag's nochmal, ich bin kein spiritueller Mensch. Aber ich habe angefangen, es einzuführen. Und da kam kein Druck, keine Blockade. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, es wird von innen angezogen. Ich musste da kaum noch drücken, nachschieben. Es wurde quasi von innen angezogen, an seinen Ort der Bestimmung geführt. Wahnsinn, Wahnsinn. Achtet darauf, dass sie nicht irgendwie extrem kalt sind. Ihr könnt ja vorher in euren Händen so ein bisschen, ne? Genau, war so, so habe ich, oder so führe ich die jetzt noch zu Beginn. Solange habe ich sie auch noch nicht ein. Also im Liegen ganz entspannt, ganz natürlich. Und die Yoni-Eier, die setzen sich dann einfach so an Stellen fest, an Stellen, die besondere Beachtung benötigen. Und schau halt auch, wann du es tragen möchtest. Ihr werdet dann noch was sehen, wie für mich so das erste Mal tragen war und wann ich sie trage. Schaut halt, wollt ihr es gerne nur zu Hause tragen? Wollt ihr es beim Sport tragen? Ja, warum denn nicht? Wollt ihr es? Ja, aber schaut einfach, wann es für euch sich richtig anfühlt, wann ihr es tragen wollt. Nicht tragen solltet ihr sie während der Schwangerschaft und während der Menstruation. Wie pflege ich denn meine Yoni-Eier? Die Watte, die hier rumfliegt, aber ich habe die hier so auf Watte liegen. Wie pflege ich denn meine Yoni-Eier? Also, wie ich das vor dem ersten Gebrauch gemacht habe, zeige ich euch auch. Und so ist halt dann auch die Pflegeroutine, kann man sagen, ne? Also wie gesagt, vor dem ersten Gebrauch und zwischendurch, man kocht sich Wasser ab, lässt das dann abkühlen, dass es lauwarm ist, gibt da Salz dazu, also Meersalz zum Beispiel, und dann lässt man die da 15 Minuten drin baden, sich reinigen, sich aufladen. Und es ist halt schön, wenn man sagt, okay, man möchte sich in den 15 Minuten auch mit den Yoni-Eiern verbinden, mit seiner Yoni verbinden, mit sich selbst verbinden und wünscht sich, was die Yoni-Eier verändern sollen, was man sich von ihnen wünscht. Ich meditiere da halt unglaublich gerne einfach in diesen 15 Minuten, einfach um bei mir anzukommen. Also es ist halt auch, ob ihr jetzt daran glaubt oder nicht, aber ihr nehmt euch 15 Minuten Zeit für euch und das ist doch super. Wenn ihr auch wollt, könnt ihr auch den Voll- oder den Neumond dazu nutzen, um die zu reinigen. Also wie gesagt, das ist einfach eine ganz persönliche, individuelle Geschichte. Benutzt keine Seifen, keine Bürsten, keine Reiniger. Das reicht wirklich, Salzwasser zu verwenden. Und wenn die dann so ein bisschen, wenn die ihren Glanz verlieren, wenn die dann so ein bisschen matt werden, dann einfach mit ein bisschen Apfelessig massieren und dann werden die auch wieder schön. So, jetzt muss ich mal hier weiter gucken mit meinen 1000 Notizen. Die Frage, die sich bei mir auch ganz am Anfang gestellt habe, war, wie finde ich denn das passende Yoni-Ei? Also ich wusste, es gibt verschiedene Größen, es gibt halt auch verschiedene Qualitäten. Was nehme ich denn? Und habe dann die Violetta von Yoni Egg Rocks angeschrieben und habe gesagt, hier, ich hätte gern Yoni-Ei, was soll ich denn nehmen? Und es ist ihr Betriebsgeheimnis, sie verrät nicht wie. Aber sie bestimmt für dich, welches Yoni-Ei es werden soll. Ich habe keine Ahnung, wie sie es macht, aber es funktioniert. Also Rosenquarz und Amethyst waren, als ich mich dann damit beschäftigt habe, was das jeweils bedeutet, genau die perfekten Yoni-Eier für mich. Ich weiß nicht, wie sie es macht, sie verrät es auch nicht, aber fragt sie, welches Yoni-Ei ihr benutzen sollt. Ihr könnt auch auf der Homepage nicht einfach Yoni-Ei an euren Warenkorb legen. Ihr füllt da ein Formular aus und tretet dann mit ihr in Kontakt
und sie entscheidet dann, welches das passende Joni-Ei für euch ist. Man könnte natürlich so ganz allgemein sagen, wenn man jetzt einen schwachen Beckenboden hat, nimmt man ein großes Ei. Wenn man einen starken Beckenboden hat, nimmt man ein Medium-Ei. Und wenn man einen super starken Beckenboden hat, nimmt man halt ein ganz kleines Ei. Aber das ist halt zu allgemein und ich mag so Verallgemeinerungen eigentlich auch überhaupt nicht gerne. Deswegen bestimmen sie für dich das passende Ei aus 12 verschiedenen Qualitäten, 6 verschiedenen Größen. Es gibt gelochte und ungelochte. Ich habe ungelochte. Ich hatte keine Probleme damit, die wieder rauszubekommen. Aber wenn das für euch vielleicht einfach so vom Gefühl her eine Sicherheit gibt, zu wissen, okay, die sind gelocht, da kann man was dran machen, dann kann man die sich wieder rausziehen. Wenn das euch Sicherheit gibt, ja, warum nicht? Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, aber das muss ich jetzt echt ablesen, wofür was steht. Also, es gibt schwarzen Obsidian und der steht zum Beispiel für Wertschätzung für Mutter Erde. Es gibt den Bergkristall, der für Klarheit und Ruhe steht, finde ich auch super interessant. Dann gibt es den Amethyst, der steht für die Spiritualität zu erhöhen und die Intuition und die psychischen Kräfte zu stärken. Perfekt, oder? Dann gibt es den Achat, der steigert Kraft und Ausdauer. Es gibt den roten Jaspis, sanfter, vitaler Anreger unserer Lebensenergie. Grüne Jade unterstützt die Weisheit, den Frieden und deine Balance. Dann Rosenquarz, Achtung, ein schützender Stein und Stein der Liebe. Super genial. Dann gibt es weiße Jade, lenkt die Trägerin dazu, den größten Nutzen aus ihrer Kraft zu ziehen. Finde ich auch super. Schwarze Jade wird genutzt, um Energien zu bereinigen, die deine Joni erfahren hat. Auch das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also ein schwarzes Jade-Ei könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann gibt es noch Smoky Quarz, der vertreibt Negatives. Den Lapis Lazuli, einer der ältesten spirituellen Steine. Und den, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Labradorit, der weckt die mystische und magische Fähigkeit in deinem Körper und die psychischen Kräfte in dir. Genau, das war es jetzt erstmal. Also ich weiß, es sind unglaublich viele Informationen. Das war es erstmal, was ich euch so zu den Joni-Eiern gerne mit auf den Weg geben möchte. Und ich habe jetzt noch, was ich jetzt an das Video anhänge, gevloggt, wie für mich das erste Tragen der Joni-Eier war, wie sich das so für mich über die Tage entwickelt hat. Ich wünsche euch jetzt also noch viel, viel Spaß mit dem zweiten Teil des Videos. Und wenn euch das interessiert, wenn euch das irgendwie auf irgendeiner Ebene anspricht, dann geht bitte einfach auf die Seite von Joni Egg Rocks, füllt das Formular dort auf, tretet in Kontakt und lasst euch zu einem Joni-Ei, lasst euch ein Joni-Ei empfehlen, was für euch geeignet werde. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß, das ist ein sehr, sehr, sehr intimes und sehr privates Thema. Aber es ist mir so unglaublich wichtig, dass ich habe etwas so Schönes, Positives erfahren und möchte das natürlich an euch weitertragen. Und wie immer, wenn ich mit diesem einen Video eine Frau davon überzeugen kann, sich auch ein Joni-Ei zu bestellen und sich damit etwas so, so Gutes, so was Kraftvolles zu schenken, dann war es mir das schon wert. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ich habe mich unglaublich gefreut auf die Joni-Eier. Ich war so begeistert, als sie da waren. Ich habe mich so gefreut aufs erste Tragen. Also wie so ein Kind vor Weihnachten. Ich kann es nicht in seiner Gänze erklären, warum es so ist. Aber das muss ich auch nicht. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es einfach nur genießen können. Ich wünsche euch also jetzt noch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Videos. Guckt mal, was Wundervolles ankam. Das sind meine allerersten Joni-Eier. Das ist Rosenquarz und Amethyst in zwei verschiedenen Größen. Das sieht ja auch ganz gut. Vielleicht ist es ein bisschen größer, ne? Genau. Oh, ich bin schon voll gespannt. Die sind so wunderschön. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich die jetzt vorbereite für den ersten Gebrauch, was wir da zu tun haben. Und werde euch ein bisschen mitnehmen die ersten Tage, wenn ich sie benutzen werde, wenn ich sie ausprobieren werde. Ich bin schon so gespannt. Ich freue mich so sehr darauf. Das ist mit den Joni-Eiern, das war so, so krass. Ich habe das innerhalb von, ich glaube, 3 Wochen von 4 oder 5 verschiedenen Frauen gehört. Diese Joni-Eier. Und ich dachte, Mann, wenn dir das in so geballter Form angeboten wird quasi, wenn du von tollen Erfahrungen hörst, wenn der Tipp gegeben wird, dann musst du es auch machen. Also dann diese Intuition folgen und dann diesen Hinweisen von außen offensichtlich auch folgen
und das dann halt auch einfach unbedingt machen. Und jetzt habe ich meine ersten zwei wunderschönen Joni-Eier hier und ich bin ganz verliebt und bin super, super gespannt und freue mich drauf, sie jetzt gleich ausprobieren zu können. Ich möchte meine Joni-Eier jetzt für den ersten Gebrauch vorbereiten. Und zwar habe ich Wasser abgekocht und das ist jetzt so weit abkühlen, bis es nur noch lauwarm ist. Und zu dem Wasser dazugegeben habe ich Meersalz und darin bade ich die Joni-Eier jetzt für 15 Minuten. Und weil dazu geraten wird, dass man sich was wünschen soll in der Zeit, wo die Joni-Eier in dem Wasser baden, werde ich in den 15 Minuten eine Zielmeditation machen oder Zukunftsvisualisierung, wie auch immer ihr das nennen mögt. Ich verlinke euch hier meine Meditation von mir zum Thema Ziele einfach jetzt hier oben. Ich fand das irgendwie ganz passend, mich in der Zeit durch Meditation darauf zu fokussieren, was ich mir auch von den Joni-Eiern wünsche. Und das werde ich jetzt mal machen und berichte euch dann vom ersten Tragen. So, ihr Lieben, also ich habe, wie gesagt, die Joni-Eier jetzt schon ein paar Mal benutzt und ich wollte euch jetzt so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen. Das erste Mal war unglaublich überraschend. Also ich hatte das Gefühl, als müsste ich überhaupt nicht drücken, schieben, irgendwas, als würde das Joni-Ei quasi von innen angezogen werden und an die richtige Stelle schlüpfen. Und bin dann noch so ein bisschen liegen geblieben, bin sitzen geblieben und habe dann gemerkt, als ich aufgestanden bin, ich bin dann in die Küche gegangen, ich wollte was zu trinken holen, dass ich nach ein paar Minuten das Joni-Ei im Stehen, im Laufen einfach verloren habe. Also ich weiß, dass mein Beckenboden unglaublich schwach ist und mache mir da aber überhaupt keinen Stress, weil es ist ganz unauffällig, ganz blub und dann ist es wieder da. Ich habe es dann in den nächsten Tagen dann zum Beispiel auch, ich hatte es halt drin und musste auf Toilette und war dann jetzt so, was machst du denn jetzt? Aber einfach flupp, dann war es draußen, dadurch, dass mein Beckenboden halt sehr schwach ist, geht das auch super einfach, wenn ihr euch einfach da so in die Hocke begebt, bin dann auf Toilette gegangen. Also bei mir ist halt so, ich habe wirklich einen sehr, sehr, sehr schwachen Beckenboden. Und ich mache das jetzt so, dass ich, also wie es mir danach ist, ich habe jetzt nicht so jeden Tag so und so oft oder um die und die Uhrzeit benutze ich die Joni-Eier. Sondern wenn mir danach ist und mir ist relativ oft danach und dann im Liegen und dann spanne ich so die Beckenmuskulatur mit dem Ei da drin einfach so ein paar Mal an und lasse wieder locker, wieder anspannen, wieder locker lassen, konzentriere mich so auf das Ei und dann mache ich das entweder, wenn ich sowieso mittags oder abends ein bisschen liege, ein bisschen sitze, halt auf der Couch und lasse das dann einfach so drin, dass ich mich und mein Körper mich so ein bisschen dran gewöhnen kann. Wie gesagt, spannt immer mal wieder so die Beckenmuskulatur dabei auch an, weil ich es halt, wie gesagt, im Gehen, im Stehen einfach noch nicht halten kann, weil mein Beckenboden das noch nicht schafft, was ich auch nicht schlimm finde. Weil es ist da, es kann schon so ein bisschen wirken. Und dadurch, dass ich da halt den Beckenboden immer so ein bisschen mittrainiere, wird das so ein Prozess sein, dass ich die Eier dann irgendwann auch oder das Ei im Laufen in meinem ganz normalen Alltag dann halt auch drin behalten kann. Und ich möchte gerne, wenn euch das interessiert, in ein paar Wochen, Monaten gerne nochmal einen zweiten Erfahrungsbericht machen, dem ich euch dann erzähle, wie hat sich das so entwickelt? Wie lange kann ich die Eier jetzt drin behalten? Hat sich also mein Beckenboden verbessert? Was hat sich sonst noch verbessert? Was hat sich getan? Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren, ob ihr nochmal so einen zweiten Erfahrungsbericht nach mehreren Wochen, Monaten sehen wollt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich rüberbringen konnte, wie begeistert ich doch bin von dem, was Joni-Eier mit euch machen können, von dem, was ich halt schon erfahren habe, also dass wirklich das Joni-Ei quasi wie angezogen wird, als ob es dahin gehört und es vermittelt mir so ein positives, schönes Gefühl. Ich konnte mich schon mit dieser Urkraft wirklich verbinden, habe dafür viel besseres Bewusstsein bekommen. Ich kann jetzt schon sagen, dass es meine Intuition gestärkt hat, weil der erste Schritt war, ich habe meiner Intuition gefolgt und mir überhaupt erst ein Joni-Ei bestellt, weil es so oft in meinem Umfeld genannt wurde, dass ich darauf eingestiegen bin. Und auch jetzt höre ich dadurch verstärkt auf meine Intuition. Also ich würde gerne nochmal ein Video darüber machen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da werde ich bestimmt ab und an auch mal in den Stories darüber berichten. Stellt mir auch gerne ein paar Fragen, die ihr vielleicht jetzt noch habt und ich schaue, inwieweit ich die beantworten kann.
Und ja, hoffe, dass ich den einen oder anderen von einem eigenen Joni-Ei begeistern konnte. Schreibt mir das gerne mal, falls ihr schon eins habt, wenn ihr euch dann eins bestellt, wie eure Erfahrungen so sind. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!